Und dann versuchen wir das mal mit einer ganz besonderen Ausgabe von unserem Gravel Collective Mädels Monday. Wir probieren einfach mal was aus, denn wir machen das ja alles hier nur zum Spaß. Und gucken mal, ob wir die Moni-Sattler hier einfach mal während einer Gravelbike-Tour durch unser Gravelland Murcia interviewen können. Ich sage erstmal Hallo Moni. Hallo. Hallo Felix. Und würde ein bisschen abweichen von unseren einfachen Standard-Mädels-Monday-Fragen und ein bisschen locker mit dir quatschen wollen die nächsten 10, 15 Minuten. Mhm. Und dich erstmal fragen, was bedeutet dir das Thema Gravelbike eigentlich? Was verstehst du darunter? Was ist das für dich? Unter Gravel? Ja. Abenteuer. Straßen, die man sonst irgendwie nicht fahren kann, zu fahren. Aber trotzdem, dass man nicht super technisch fahren muss mit dem Mountainbike. Obwohl, wurde auch gestern was des Besseren belehrt. ja, aber wirklich weg von der Straße, weg von den Autos, ja. Das ist für mich Gravel. Und wie hat das angefangen für dich? Seit wann machst du das schon? Gravel ist ja so in Deutschland eigentlich noch immer relativ neu für viele Leute. Ja, es hat angefangen in den USA. 2012, glaube ich, habe ich mein erstes Rennen dort gemacht. Auch Trans-Iowa. Also ich habe im Mittleren Westen gewohnt, ich habe in Minnesota gewohnt. Das ist ja auch wirklich Paradies fürs Gravel. Da kannst du wirklich hunderte von Kilometern fahren auf Gravel in eine Richtung. Und dort habe ich dann Trans-Iowa, war eine meiner ersten Rennen. Das sind 500 Kilometer durch Iowa gefahren. Am Stück? Am Stück. Oha, wie lange hast du gebraucht? 26 Stunden habe ich gebraucht. Also, ja, das war dann auch so in der Hinsicht mein erstes, Langdistanzrennen, wenn man so sagen darf. Okay. Spannend. Und was ich halt liebe am Graveln in der Hinsicht ist auch, dass es auch sehr viel Community-basiert ist. Also, da kann es wirklich auf den Gemeinschaftsgedanken an, als nur um Competition, wenigstens für mich. Ja. Und das, was ich auch als erstes mit Graveln in den USA erlebt habe. Also, das heißt, wenn du so Rennen dann auch gefahren bist, dann ging es dir jetzt gar nicht so sehr darum, da irgendwie ein möglichst gutes Ergebnis zu erzielen, sondern einfach eine gute Zeit mit den anderen Leuten zu haben. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Nämlich, also wenn du da 30 Stunden unterwegs bist oder 26 Stunden unterwegs bist, ja, dann muss auch irgendwie Spaß machen. Ja. Einfach nur durchpowern. Ja, deswegen. Und vor allem, wenn man durch die Nacht fährt, da habe ich gefunden, dass man echt eine gute Truppe um sich herum haben sollte. Und dann macht es auch Spaß, um 2 Uhr nachts dann irgendwie so abgepackte Pizza zu essen und zu teilen mit den anderen. Was hat dich in die USA verschlagen? Ich habe tatsächlich ein Volleyballstipendium. Nach dem Abitur bin ich in die USA gezogen. Ein Volleyballstipendium? Ja. Ich wusste gar nicht, dass das eine Sache ist in den USA. Ja, ja. Ich dachte, die spielen nur Basketball und Football und Eishockey. Ja, ein paar spielen auch Volleyball. Und dann bin ich tatsächlich auf eine schwarze Uni. Also ich bin nur 1,72 groß. Aber ich wollte unbedingt Volleyball spielen in den USA. Ja, ja. Und mein Vater hat da gesagt, Moni, in Deutschland ist es quasi kostenloses Studium. Und wenn du in die USA möchtest, ja, musst du ein Vollstipendium kriegen. Dann habe ich mich überall beworben und habe ein Stipendium bekommen in South Carolina, einer schwarzen Uni. 3.800 schwarze Studenten und 50 weiße und einer davon war ich. Okay. Ja, und das war meine erste Erfahrung in den USA. Wie lange warst du da? Ich habe 9 Jahre gewohnt dort, ein ganzes Studium fertig gemacht. Ich wollte eigentlich zum Bundesnachrichtendienst danach. Ich hatte irgendwas immer gedacht, ich habe zu viel James Bond angeschaut. ist nichts geworden daraus. Ich habe dann noch gearbeitet dort bei internationalen Organisationen und habe noch Sport studiert. Genau, und während ich Sport studiert habe, habe ich in Minnesota gewohnt und dort dann auch das Gravel Racing oder Gravel Riding für mich gefunden. War James Bond eigentlich schon mal auf einem Gravelbike unterwegs? Das ist ja eine gute Frage. Ich glaube, das kriegt er wahrscheinlich nicht hin. Dann sollten wir das vielleicht mal ändern. Ja. Geht ja nicht. Wird nicht sowieso jetzt jemand Neues gesucht? Richtig, aber ich habe keinen Plan. Die haben doch mal gesagt, sie wollen mal eine Frau, oder? Hey. Wer mal an der Zeit? Ja. Eine Gravelbikende Geheimagentin. Genau, so sieht's aus. Wann bist du dann zurück nach Europa? Ich bin dann erstmal nach
Australien. 2 Jahre. Ich glaube 2014, sag jetzt einfach mal irgendwas, bin ich wahrscheinlich hier gewesen dann. Okay, und dann hast du ja gerade als aus der europäischen Perspektive gedacht, sehr, sehr früh schon Berührung zum Gravelbiken, zu der Szene gehabt. Wie hast du das in Europa wahrgenommen, als du zurückgekommen bist? Sehr gute Frage. Also klar, in Minnesota ist super flach und es war nicht technisch anspruchsvoll. Klar, es war mal sandig hier und da, aber ja. Also sonst, das war alles sehr angenehm zu fahren, relativ gesehen. Und dann das erste Rennen oder das erste Event, was ich hier gefahren bin, es war in Barcelona. Und Halleluja! Also da hättest du auch mit dem Enduro-Bike antanzen können. Wo ich mir noch gedacht habe, da sollte man vielleicht noch mal evaluieren, was Gravel Riding heißt. ja, das hat sich inzwischen jetzt auch geändert, würde ich sagen. Also ich bin dann seitdem auch ein paar andere Gravel-Events gefahren und die sind auch mehr ausgelegt für Gravel-Bikes. Ja, und das poppt ja jetzt hier links und rechts überall auf. Gerade dieses Jahr ist es natürlich sehr viel, ne? Ja. Aber wir haben das jetzt ja hier noch nicht erlebt. Also bisher sind wir in den letzten Tagen hier in Murcia mit dir ja nur wirklich so ganz, ganz feinen Schotter gefahren. Ne? Da war ja nichts, wo du jetzt irgendwann mal einen namentlich nicht genannten Streckenplaner gehasst hättest. Nein, überhaupt nicht. Was? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest, Felix. Nein, ich bin froh, dass ich letztes Jahr, obwohl ich komplett talentfrei bin im Mountainbiken, trotzdem mal ein paar Kilometer mit dem Mountainbike fahren durfte. Nämlich das hat mir sehr geholfen gestern. So, ich glaube, wir müssen mal einmal kurz jetzt hier die Abfahrt runter. Die ist natürlich auch total, also eine flache Abfahrt, völlig untechnisch. Ja, klar. Dann reden wir weiter. Willst du vorfahren? Okay. Also so jetzt wie hier eher, ne? Ja, genau. hast du irgendwie eine Art Lieblingsevent hier in Europa schon für dich gefunden? Irgendwas, wo du sagst, das fand ich besonders cool? Ja, also besonders viel Spaß gemacht. Wegen Corona gab es tatsächlich gar nicht so viele Events, gell, die wir daran teilnehmen durften. Aber weil ich jetzt in der Schweiz wohne, bin ich das Gravel Epic gefahren. Gravel Epic Schweiz. Ja. Und das hat mir echt Spaß gemacht. Aha. Ja. Wo wohnst du? Ich wohne in Bern. Warum? Also warum Schweiz generell? Ja, ich bin in die Schweiz gezogen, tatsächlich, weil ich bei DT Swiss angefangen habe zu arbeiten als Marketing Manager. Aber jetzt habe ich meine eigene Firma. Aha. Und dann DT Swiss wohnt in Biel, sitzen in Biel. Und als ich dann meine eigene Firma gegründet habe, habe ich mich dann entschieden, nach Bern zu ziehen. Okay. Du hast jetzt vorhin ja schon erzählt, dass du ganz früh schon Rennen gemacht hast, dass du schon so lange Distanzen gefahren bist. Ist Bikepacking für dich auch ein Thema? Yes! Ich bin tatsächlich in Spanien ziemlich viel. Ich habe in Spanien 3 Jahre gewohnt. Ein halbes Jahr davon in Motril, hier um die Ecke. Und da bin ich ziemlich viel durch Spanien gefahren. Aber ich bin jemand, also mit einer Turnschuhtasche, T-Shirt und eine Hose. Ja. Und dann mal mehrtägige einfach gefahren, aber ich liebe meinen Schlaf und deswegen bleibe ich immer in Hotels. Kein also Zelten. Nicht so sehr jetzt Zelt oder Tarp oder sowas? Muss jetzt nicht unbedingt sein, nee. Okay. Und hast gerade angesprochen, Events gingen wenig in den letzten Jahren, aber es deutet sich ja zumindest im Moment wieder an, dass es sich hoffentlich noch mehr ändert in diesem Jahr. Yes. Hast du irgendwas Spezielles dir vorgenommen, was du noch machen willst dieses Jahr? Ja, auf jeden Fall. Ich werde über die Alpen fahren mit dem Gravelbike, auch mehrtägig, was wahrscheinlich am Gardasee enden wird, also vom Norden nach Süden über die Alpen. Auch so der similar Style mit Tasche, so wenig wie möglich dabei zu haben, aber dann schon in Hotels oder halt in Hostels übernachten. Alleine oder mit einer Gruppe oder irgendwie in einem Event? Nee, ich bin selbst organisiert. Aber klar, da werden vielleicht 1 oder 2 Leute schon mal mitkommen. Okay, aber Tour. Also hauptsächlich Moni fährt über die Alpen, ist das, oder? Moni fährt über die Alpen, genau. Okay.
Genau, und darüber werde ich auch ein Buch schreiben, aber was erst dann nächstes Jahr veröffentlicht wird. Aha. Wie lange willst du unterwegs sein? Wahrscheinlich so um eine Woche. Plus minus 7 Tage. Das klingt ziemlich cool. Ja. Wann geht's los? Ende Juni geht's los. Nice. Route ist noch nicht finalisiert. Somit kann ich leider noch nicht dazu viel dazu sagen. Aber ja, es wird geil werden. Also klar, Alpen, Gravel. Ja. Was willst du mehr? Klar, hier muss ja. Die Gegend ist natürlich auch der Hammer. Erzähl doch mal, auf was für einem Bike du unterwegs bist. Ich fahre jetzt gerade das Cervelo Aspero. Genau, E-Tap-Schaltung. Ich habe es erst vor einer Woche, jetzt vor eineinhalb Wochen erhalten. Und mega, wirklich fertig, unglaublich. Ja? Ja. Wir haben ja hier ein, müssen wir schon mal sagen, sehr abwechslungsreiches Terrain, wo wirklich alles dabei ist. Coole Straßen, aber es geht auch schon mal durchaus rauer zur Sache. Yes. Kommst du mit klar? Auf jeden Fall. Was ich mag, ist sehr agil und halt sehr leicht. Also mir kommt es wirklich so vor, man muss, das Fahrrad fährt in der Hinsicht fast schon von selber. Man muss einfach rollen lassen. Und wenn ich das sage, als Technik habe ich keine Ahnung. Also ich würde mal sagen, das sagt schon was. Das gibt mir auf jeden Fall sehr viel Sicherheit. Vor allem in so einem roughen Terrain. Ja. Mir gefällt ja vor allem die Farbe. Ja. Mega. Sieht man jetzt nicht so viel davon. Im Moment, putzen, im Moment funkelt es lila. Alles Mögliche, nur nicht. Ja, lila-gelb ist es. Lila mit ein paar Spritzern Dreck dran. Genau. Ja. Ups. Okay. Dann würde ich sagen, wenn du jetzt nicht noch irgendwelche Botschaften hast, Gravelbike-technisch, vielleicht doch eine Frage noch. Wenn ich Sie als Frau hier mal fragen darf, wie stehst du denn zum Thema generell Frauen und Radsport und Fahrradfahren? Siehst du da eine positive Entwicklung in den letzten Jahren, dass sich was verändert? Ja. Oder meinst du, da muss sich gar nichts verändern? Wie? Auf jeden Fall. Also es fahren auf jeden Fall mehr Frauen Rad. Da sieht man auch ein wesentlich größeres Interesse. Ich glaube jetzt auch in der Corona-Zeit gibt es so zwei Trends. Also abgesehen von Frauen, aber auch diese eine suchen einfach die extreme Herausforderung beim Radfahren und die anderen suchen ja eine Balance, eine Life-Work-Life-Balance. Als Ausgleich. Als Ausgleich, genau. Mhm. Und ich glaube, speziell Frauen profitieren davon momentan sehr. Einfach mal raus in die Natur, abschalten, genießen, frische Luft und ein bisschen Sport machen. Ja. Möchtest du vielleicht generell den Frauen irgendwas mitgeben? Ich meine, du hast ja schon sehr, sehr viel erlebt auf dem Rad, auch extremere Sachen. Vielleicht gerade Anfängerinnen, die hier und da noch ein paar Unsicherheiten haben. Ja, also klar, als Einsteiger ins Radfahren kann es schon ziemlich beängstigend sein, weil du einfach scheinbar so viele Sachen brauchst zum Radfahren und es gibt so viele Regeln und so weiter und so fort. Und na klar, dann der Verkehr. Deswegen würde ich erstmal sagen, hey, einfach mal ein Rad und raus und einfach mal ausprobieren. Vielleicht habt ihr eine Freundin oder einen Kumpel, der auch Bock hat, Rad zu fahren. Und man muss ja nicht irgendwas Extremes fahren. Einfach mal erkunden, ja. Die Umgebung erkunden. Und mit dem Gravel-Fahrrad kannst du halt auch weg von den Straßen, vom Verkehr gehen und wirklich auch die Natur genießen. Deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, das Gravelbike muss es sein. Das ist doch ein sehr schöner Abschluss für unseren Mädels Monday mit der Monika Sattler hier live aus Murcia, aufgezeichnet zumindest. Vielen Dank. Danke an dich, Felix. Es ist heute so ein bisschen bewölkt. Ich weiß nicht, willst du noch ins Meer springen? Eigentlich, es wäre gut zum Aufwachen, nicht? Heute vielleicht nicht. Okay, dann ja. Zeigen wir, ich würde sagen, wir filmen noch einmal kurz unseren Kameramann da vorne. Dirk, damit er auch hier noch seinen großen Auftritt hat. Danke, Dirk. Und dann mal gucken, ob das hier alles funktioniert hat und wir da tatsächlich ein Video draus zusammenschneiden können und das vielleicht noch das eine oder andere Mal machen. Und dann sind wir gespannt,
wo wir dich noch so wiedersehen und freuen uns auf deine Erzählungen, spätestens von deiner Tour über die Alpen. Dankeschön, Felix. Und klar, ich möchte auch noch sagen, wirklich, hier die Region um Murcia herum von Gravel ist einfach ein Paradies. Deswegen also mega Location, die du hier hast zum Graveln. Sehr gerne und sehr schön, genau. Also, macht's gut und Gravel on! Ist das Teil davon, dass er jetzt wegfahren muss? Hat er bestimmt gerade ausgedacht, aber ist ja eine gute Idee. Oder er sieht einfach nur, wie jedes Mal, dass da eine Passhöhe ist und greift an. Ist halt Dirk, ne? Ja, ja. Er kann nicht anders. Er kann nicht anders.